Kommission Drogenmissbrauch vor den Gefahren gewarnt. Immer häufiger taucht eine neue Droge auf. Sie trägt den Namen Blood Heat. Ihre Verbreitung in den Vereinigten Staaten hat deutlich zugenommen. Von einer Blood-Heat-Epidemie muss man an der Westküste sprechen. Gerüchte besagen, dass die Droge die physische Leistungsfähigkeit um mehr als das Fünffache steigert. Die Droge ist äußerst suchtbildend. Schon nach einmaligem Gebrauch treten starke Entzugserscheinungen auf. Bisher gibt es noch keine Therapieform. Herausgestellt hat, wurde der größte Teil der neuen Droge Blood Heat aus Japan in die USA geschmuggelt. Aus dem Justizministerium verlautet, neueste Untersuchungen richten sich gegen die Leitung eines japanischen Unternehmens, das verantwortlich für die Produktion und den Schmuggel der Droge sein soll. Ich hatte einen Befehl missachtet. Und beim Einsatz in den USA meine Kompetenzen überschritten. Dafür war ich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Ausgelöst durch den massiven Anstieg des Drogenschmuggels bat die japanische Regierung das FBI um Unterstützung im Kampf gegen die weitere Verbreitung der Droge. Es ist vorbei. Post aus dem Pentagon und vom Justizminister. Tja, dann lass den Jungen raus. Er ist frei. Irgendwelche Fragen? Amnesty hatte dafür gesorgt, dass ich freigelassen wurde. Ich ging zurück nach Japan. Ich wurde vom Geheimdienst im Kampf gegen Blood Heat eingesetzt. Mein Partner war Katsuragi. Das Land litt seit mehr als 2 Jahrzehnten unter einer Rezession. Illegale Einwanderer und Arbeitslose lebten in den Ruinen der Industriegebiete. Diese Gebiete sind auf Stadtplänen nicht verzeichnet. Wer hier lebt, hat keine Nationalität mehr. Drogenhandel und illegales Glücksspiel verbreiten sich wie eine Seuche. Die Todesarenen. Muscle Dome ist eine der bekanntesten. Es gibt keine Regeln im Dome. Der Kampf endet mit dem Tod des Gegners. Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, verspielen ihren gesamten Besitz, verpfänden ihre Altersversorgung in dem verzweifelten Versuch, durch Wettgewinne reich zu werden. Wer siegt, überlebt. Und gewinnt vielleicht ein neues Leben.
Polizei startet eine Großoffensive zur Bekämpfung von Blood Heat. Razzien im Bereich der organisierten Kriminalität führten zur Festnahme von Großdealern und mehreren Personen, gegen die bereits Haftbefehle vorlagen. Da die Droge bereits Einzug in den Alltag von Politikern und Hausfrauen gehalten hat, werden immer nachdrücklicher Gegenmaßnahmen gefordert. Alter Albtraum? Ich möchte dich etwas fragen. Warum hast du dich nicht an deine Befehle gehalten? Ich dachte immer, die US Seals sind die schlagkräftigste Einheit in den Streitkräften. Willst du nichts sagen? Ich finde, wir sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Wenn wir draufgehen, lässt man uns einfach verfaulen. Niemand interessiert sich für unsere Kadaver. Seine Geschichten waren immer endlos. Kadaver? Er benutzte eine altmodische Sprache. Unsere Leichen verschwinden, als hätten wir nie existiert. Geheimagenten leben in einer Welt, die nur ihnen gehört. Und die niemand sonst kennt. Du tötest oder wirst getötet. Es gibt keine Orden. Die Nachrichten berichten nicht über uns. Wenn wir enttarnt werden, ist das unser Ende. Niemand weiß, was wir durchmachen. Ein einsames Leben, findest du nicht, Joe? Deshalb sollten wir einander vertrauen. Denn wir sind Partner und Freunde. Partner? Ja. Partner. Oder? Nicht schießen! Es sind nur Kinder! Es waren doch nur Kinder. Was? Die feindlichen Guerillas, gegen die wir kämpften, waren Kinder.